Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Russian Fishing 4. Ja, wir haben letztes Mal, ja, guck mal, ich habe sogar die Fische noch hier. Ja, das war ja nur mäßig erfolgreich, ne? Also, ich denke mal, ihr könnt mich da ja auch, ja, guck mal, die sind total vergammelt, aber ist egal, die sind eh nichts wert. Von daher, hier, da, zack. Da kriegen wir denn dafür 87 Cent, ja, Gott sei Dank. Wenigstens 87 Cent haben wir noch gekriegt. Ja, also erstmal war das natürlich, ne, mit der Stipprute. Ich hätte lieber was gehabt mit Rolle, damit ich die ein bisschen, laufen lassen kann und dass ich die ein bisschen drillen kann. Aber mit der Stipprute, ja, wenn du da loslässt, dann zieht er wieder volle Kanne an und wenn er dann volle Kanne anzieht, dann zieht er dir auch die Leine kaputt. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich Angst haben, dass die Rute kaputt geht. Und von daher esse ich jetzt erstmal was. Und, oh, komm hier, so was. Ist doch lecker. Ja, dann haben mir welche geschrieben, der würde Amor heißen. Das ist er, da bin ich natürlich sofort als Witz abgetan. Natürlich heißt er Amore. Das weiß man doch, der weiße Amore und der schwarze Amore. Na, aber irgend so Witzwolle meinten, der müsste Amore heißen. Das ist ja so Quatsch, ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre natürlich interessant, wenn ich am, an einer, aber ich weiß gar nicht, ob das geht, Mensch, schreibt mir doch mal einer in die Kommentare, der weiß, ob ich an eine Grundroute, ne, ob ich da einen Schwimmer dran machen kann. Also eine Pose, dass ich praktisch, ja, eine Rolle habe, aber auch eine Pose, dass ich da auf 14 oder 17 cm Tiefe fischen kann und dass ich die drillen kann. Geht das? Geht das mit denen? Oder geht das nur mit der Stipproute? Oder brauche ich da noch eine andere Route für? Hier diese Bananenroute. Oder wie heißt sie? Bambusroute? Wie heißen die? Verdammt, ihr wisst ja, welche ich meine. Und ich bin hier direkt im Laden. Ich gucke eben, welche ich meine. Welche das vielleicht ist. Hier Angelrouten. Hier ist das hier diese. Hier Bolognese-Route. Ist das so eine vielleicht, wo ich dann noch eine Rolle dran machen kann? Helft mir mal, Leute. Irgendeiner muss mir das mal schreiben. Also ich brauche eine, wo ich eine Rolle dran machen kann und wo ich auch eine Pose dran machen kann und eine Schnur, die einigermaßen stabil ist und wo ich auch mit drillen kann dann halt. Also das ist natürlich die Stipprute, die hat die Pose, aber die hat keine Rolle. Ja, und die Grundrute, die hat die Rolle, aber keine Pose. Also ich brauche eine, wo beides dran gehört. Welche von denen ist das denn hier? Schreibt mir doch mal jemand. Mensch, helft mir doch mal. Ich bin zwar voll der Profi, ne? Ihr wisst ja, ich bin ja ein Pro-Gamer, aber ne, das weiß ich, das ist mir entfallen, sage ich jetzt mal. So, ich werde jetzt mal hier einfach versuchen, hier mit der Grundangel. Vielleicht kann ich ja mit der Grundangel hier. Ich schmeiß einfach mal eine Grundangel rein. So, hier, wo ist sie? Zack, da sind Kartoffeln dran. Ich muss ja nicht weit schmeißen. Hier wird schön. So. Ist schon fast so weit, glaube ich. So, und dann schauen wir mal. Stell ich die jetzt hin oder halte ich die in Hand? Gute Frage, wa? Das sind Fragen, die die Welt verändern können. Ne? So, ich stelle die mal hier hin. So. Ja, Opa, Y ist die Taste, nicht E. E ist eine gute Taste, wenn du die aufheben willst. Aber ansonsten ist es Y. So. Ich weiß ja nicht, ob die Amore auch auf den Grundangel gehen. Das kann man nur sagen, der heißt Amor, also wirklich. Leute, Amor, das weiß ja sogar ich, dass der nicht Amor heißt. Ist ja wahr. So, hier wollte ich B drücken. Ich bringe mich schon komplett durcheinander. So sieht's doch aus. Hier, so ein bisschen nur. Ein bisschen nur. So. So. Und dann gucken wir mal hier, ne? Dass sie nicht auch noch was gesagt haben gegen Dingens, ne? Hier gegen die, ja, sag mal schnell hier. Die Grumbeeren. Ne? Das ist. Na, Grumbeeren sind, wissen sie, aber Amor wissen sie nicht. Da ihr denkt, der heißt Amor, also wirklich. Naja, was soll's. So, dann machen wir hier.
Machen wir mal. Ich würde gerne abbrechen, wenn es geht. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, dann werfen wir halt hier ein Dingens raus. Eine Made. Vielleicht fangen wir ja dann irgendwas anderes. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, Y. Nicht E, Opa, Y. So. Na, da bin ich mal gespannt, ob hier was passiert. Und wenn ja, warum nicht? Verstehst du? Aber ich glaube nicht, dass sie auf den Grund die Angel gehen. Das ist... Würde mich mal echt... Aber ich werde es ja erfahren jetzt. Ich werde ja... Also kann sein, dass das wieder so eine Folge gibt mit wenig Fisch, ne? Nur mal so. Ich muss es halt ausprobieren. Und damit ihr das nicht ausprobieren müsst, mache ich das jetzt. Da könnt ihr hinterher volle Pulle von profitieren, dass ihr sagt, hier, der Opa, ne? Ich hätte das nie so gemacht, auch wenn ihr das vielleicht gemacht hättet, ne? Und aber weil ihr bei mir jetzt gesehen habt, dass das eine dumme Idee war, könnt ihr dann sagen, das hätte ich ja nie so gemacht, das ist ja eine voll die dumme Idee, ne? Und wenn das funktioniert, dann könnt ihr ja sagen, ja, das hätte ich auch gemacht. Das ist ja super schlau, die Idee. Und deswegen werden wir dann mal gucken. Dann gucken wir mal. So, ich guck jetzt mal. Ich weiß ja hier bei der nicht, ob die, wenn da so ein großer anbeißt, ob die das überhaupt halten. Die haben nur 4,6 Kilo. Das könnte schwierig werden. Verstehst du, was ich meine? Kann schwierig werden. Aber ich glaube, ich muss mir wenig Gedanken machen, weil die da sowieso nicht anbeißen. Und dann ist ja alles gut. Und dann hat das ja geklappt. So. Wenigstens haben wir ein bisschen Gitarrenmusik im Hintergrund. Ist ja auch schön. Ach, wir können ja essen, trinken. Wir haben ja alle Zeit der Welt hier kommen. Hier so eine super Grillkartoffel. Und vielleicht noch voll eine Pulle Tee hier. Zack. Ach komm, ich will noch Sonne aus dem Hintern scheinen haben hier, Mensch. Wieso bin ich denn jetzt satt? Ich muss doch Sonne haben. Ich hätte erst trinken sollen. Das war falsch rum. Naja, trinken wir gleich was. Das dauert ja nicht lange, bis wir wieder am Hungern kommen. Ja, letzte Folge war wie gesagt entsprechend kurz. Na, tut mir auch ein bisschen leid. Eigentlich wollte ich nicht so 20 Sekunden Folgen machen, aber na, ich war auch... Ein bisschen enttäuscht, weil das nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und außerdem kam meine Frau nach Hause und die wollte mir dann auch was erzählen über die neuesten Corona-Fälle. Ich muss unbedingt mal einen Titel machen mit Corona drin im Titel. So, weiß ich nicht. Opa hat Corona und dann so ganz klein in Klammern im Fernsehen gesehen. Irgendwie sowas. Verstehst du? Hauptsache, ich habe mal Corona im Titel, da kriegt super Einschaltquote, bin ich mir ziemlich sicher. Corona ist ja voll der Renner hier. Ich könnte auch schreiben, Opa redet nicht über Corona. Hauptsache, Corona ist drin. Verstehst du? Ich habe auch mal bei DayZ, habe ich mal so ein Video, da war dieser ASMD oder ASMR oder wie das heißt, diese komischen Tuseln, die im Bikini-Oberteil da sitzen und irgendwelche Geräusche machen und die Leute sollen dann einschlafen. Und die Leute gucken das natürlich wegen der tollen Geräusche und nicht, weil da Bikini-Mädels sitzen. Nein, nein, die gucken das nur wegen der Geräusche. Und deswegen hat der Opa dann damals einen DayZ gemacht und der hieß dann, Opa macht kein ASMR oder ASMD oder wie das heißt. Und das hat zufälligerweise ganz viele Einschaltquoten gehabt. Ich weiß auch nicht, ich kann mir das nicht erklären. Ich habe schon oft überlegt, aber ich kann es mir nicht erklären. Also... Ich verstehe nicht, weil vielleicht liegt es am Wort Opa, weil ich vermute es mal. Anders kann ich mir das Ganze jetzt nicht erklären. Ah, der Opa erzählt schon wieder viel und lange, ne? Und überhaupt. Mhm. Schön, ne? Finde ich auch. Ja, guck mal, hier passiert also nicht so viel. Selbst hier bei der Made passiert nicht so viel. Mach mich nicht madig. Ja, also wie gesagt, ich habe mir schon fast gedacht, dass das aufgrund nicht geht. Aber wie gesagt, an der Stipp kriege ich keine Rolle dran. Und das ist natürlich, ne? Da muss ich warten, bis ich eine Stippe habe, die, weiß ich nicht, 20 Kilo trägt und eine Schnur, die 15 Kilo trägt. Sonst kann ich solche Fische nicht rausholen. Solche großen Amore-Fische. Und ja, das ist natürlich doof, ne? Deswegen, es muss eine Zwischengröße gewesen sein. Damals, als ich jung war, damals, ne, früher,
ne, als das noch mit SZ geschrieben wurde, ne? Da, oder als es noch Schifffahrt gab, mit 3F zum Beispiel, ne? Zu der Zeit war das. Da war das so, wir sind Forellenangeln gegangen und ich hatte so eine Teleskopangel mit einer Pose und einem Haken und einem Wurm und einer Rolle. Und genau so was brauche ich hier auch. Genau so was bräuchte ich. Aber genau so was habe ich nicht. Genau so was weiß ich auch nicht, welche das hier ist. Aber ihr werdet mir das hoffentlich schreiben. Ihr seid nett, ich kenne euch. Ihr seid voll die netten Zuschauer. Und ich habe schon wieder einige Abonnenten dazu bekommen und schon wieder muss ich mich bedanken. Also wirklich, es ist super, wie das Ganze so ankommt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass Dummquatschen bei Anglern ankommt. Ich habe immer gedacht, das sind so die ruhigen Leute, die halt so ganz sachlich was erfahren wollen über Angeln, über Haken, über Köder, über Wurfstellen und das blöde Gequatsche von alten Männern, die vielleicht überhaupt nicht interessiert. Aber anscheinend doch. Es sind doch so ein paar, die jetzt dazugekommen sind in den letzten Tagen. Und da muss ich sagen, danke, 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 dass ihr abonniert habt. Freut mich wirklich sehr. Ich meine, die Abonnenten sind mir eigentlich im Endeffekt egal. Was mich nur freut, ist, dass ich halt für viele Leute Videos machen kann. Und nicht nur für wenige. Und dass die Leute Spaß daran haben, wie ich Videos mache. Und das freut mich einfach. Ob da jetzt 10, 100 oder 10.000 Abonnenten sind, spielt für mich keine Rolle, weil ich will da kein Geld mit verdienen oder so. Ich würde auch nie anfangen, irgendwelche Werbung oder sowas in meine Videos zu machen. Aber wenn ich sehe, die Leute haben Spaß daran, dann macht es mir auch Spaß, Videos zu machen. Und dann macht es mir auch Spaß, dumme Sachen zu erzählen. Das kann ich ja gut. Meine Frau sagt immer, wenn du für Dummschwätzen Geld kriegen würdest, wären wir reich. Ach, ja, ja, ich weiß genau, wie die das meinen. Ich weiß ganz genau, wie die das meinen. Aber sonst ist er nett. Ja, sonst ist er eigentlich voll nett. Man kann es gut wieder aushalten. So, was ist hier los? Wir sind hier jetzt schon 12 Minuten volle Pulle am Angeln. Und wir haben so gut wie kein Fisch. Das stimmt mich ein wenig irritierend. Ich habe so das Gefühl, die gehen nicht auf Grund. Ich hab das Gefühl. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe so das Gefühl. Aber selbst der hier bringt nichts, wo hier die Dingens drauf ist, die Madde. Voll die Madde. Selbst der klingelt nicht. Oder liegt es am Wetter? Zu viel Regen für die Fische. Haben die Fische Angst, dass sie nass werden? Das kann ja sein. Man weiß ja nie so genau, ne? Ich muss aber so, ich mach mal so. Wenn schön wäre, könnte man noch so ein schönes Anfangsbild. Guck mal, ich mach mal so ein Anfangsbild. Das sieht auch schön aus. Ne, ich muss das darüber machen. Weil links kommt ja da das Fischerzeichen hin und der Opa Helmi da oben in der Ecke, genau. Und dann haben wir hier so das Ding. Oh, das ist doch sehr schön. Guck mal, das ist auch ein schönes Anfangsbild. Das werde ich mir wahrscheinlich rausmachen. Wenn jetzt schön Wetter wäre, wäre noch besser. Und, hat geklingelt? Habe ich was verpasst? Nicht, wirklich nicht. Nö, nicht wirklich. Also wirklich nicht. Ja, ja, ja. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Komm, ich ziehe mal so ein bisschen über den Boden. Ich mache mal so wie bei Dingens, weißt du? Wie bei, als würde ich rumspinnen. Ich spinne ja sowieso rum, aber als wäre das auch vom Angeltyp her eine Spinne. Die Spinnenroute hier. Die Opa-Spinnenroute, die eigentlich eine Grundroute ist. Aber die Rute weiß ich ja nicht. Und der Rute ist auch egal, ich habe mit der gesprochen. Die hat gesagt, wenn du mit mir rumspinnen willst, ist mir das egal. Kannst ruhig machen. Ändert sich nichts zwischen uns privat. Ja, und deswegen spiele ich jetzt mal mit herum ein bisschen. Aber das bringt gar nichts, wie ich gerade sehe und feststelle. Guck mal. Da kommt die Bratkartoffel wieder hoch an Land. Komm, wir machen nochmal. Ich spiele nochmal herum mit der. Hui. So. Zack. Bisschen hier die Bremse. So. Und jetzt wird gespinnt. Mit der Grundroute. Ich glaube, ich habe bis drüben an Land geworfen. Kann das sein? Kann sein. Fische sitzen da und lachen sich kaputt. Und sagen, guck mal, der Opa spinnt wieder. Das ist ja vielleicht ein blöder Hund. Und die haben ja auch recht ein bisschen. Ne?
Ein bisschen haben sie auch recht. Kannst du sagen, wenn du willst. Und da tut sich gar nichts. Da geht's so nicht, Leute. Ich glaube, mir fehlen noch Level. Ich bin noch nicht weit genug gelevelt dafür, oder? Oder ich habe einfach keine Ahnung. Aber das kann ja gar nicht sein, eigentlich. Ne? Das ist ja mal eigentlich total unsinnig. Das kann ja gar nicht sein. Opa hat keine Ahnung, hallo? Komm mal da hin. Nee, nee. So. Jetzt läuft's auch. Jetzt, wo ich die Sache mal selbst in die Hand nehme, jetzt funktioniert's. Man muss nur ein bisschen, ne? Ja, man muss nur ein bisschen. Und wenn du dann so, dann ein bisschen, dann ist schon gut. Ja, das ist ja echt super hier. Ja. Ja. Und? Ja. Nein. Gar nichts. Ah, nix. Komm, wir schmeißen dich wieder rein. Hier, da, bitteschön. So. Dann machen wir jetzt mal hier. Oh, wir ziehen jetzt hier alle Register. Ist ja klar, oder? So, dich heben wir jetzt auf. Du bist die zweite Kartoffeldudel. Oh, guck mal. Guck mal, da ist irgendwas dran, oder? Oder hat er sich nur verheddert? Da ist nichts dran. Er hat sich nur verheddert irgendwo. Da ist nichts dran, da ist nichts dran. Na komm schon. Die haben sich irgendwo verheddert, das ist alles. Ja. Komm schon. Mach los, mach den frei. Mach dich frei, Baby. Da ist wieder der Haken weg. Ich kenne es doch. Die Nummer kenne ich ja schon. Lalalalalala. Sieht der da raus? Da hinten den Baumstamm oder was kommt da gleich an? Oder der Stein da links, irgendwas kommt da gleich an. Der sieht doch ganz klar verheddert. Aber der zeigt es auch nicht an. Dass ich mich verheddert habe. Guck mal. Komm schon. Jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich glaube, jetzt kommt er. Ja, er hat sich befreit. Da. Und die ist noch ganz. Das freut mich. So, dann lass uns doch mal hier die Dingens nehmen. Genau. Können wir mal hier in der Mitte ein bisschen so. So ein bisschen so. Hui. So. Gucken wir mal, ob wir hier noch was blinkern können. Ich habe ja so das Gefühl nicht, aber egal, wir werden probieren. Aber vielleicht ist ein kleiner Hecht hier irgendwo oder so. Ist ja egal. Irgendwann müssen wir ja fangen. Wir müssen ja mal auf Silber kommen jetzt noch. Ne? Oh, da hat sich ja voll gelohnt, sehe ich gerade. Da ist ja volle Pulle gut geworden hier. So. Sink ab auf dem Grund und dann lass dich hier rein angeln. Naja, das wird gar nichts hier mit den beiden anderen. Mit den Grundangeln, das wird überhaupt nichts. Das wird überhaupt nichts. Nee. Nee, das wird nichts. Und ich habe auch hier so, habe ich auf die Art will ich auch nicht. Ich denke, wir gehen jetzt wieder. Wir machen uns auf den Weg, Freunde. Bis ich hier von euch mal was gesagt kriege, was hier vielleicht gehen könnte.
welche Angel ich hier nehmen könnte. Wo ziehst du denn hin hier? Kann das sein, dass die Made gar nicht im Wasser war? Dass sie auf der anderen Seite an Land lag? Da könnte ich mir ja fast vorstellen, dass das so gewesen ist. Ja, wunderbar. So. Ich nehme auch mit. Du kommst auch mit. Komm mal mit. Wo bist du denn hingezogen? Ja, komm schon. Ja. Siehst du? Ist aber dran? Nö, natürlich nicht. Nö, da ist nichts dran. Da ist nichts dran, Leute. Oh, wir porten. Wir porten wieder. Und zwar hier zum langen Graben. Wir müssen ein bisschen Gold machen. Ein bisschen Silber, meine ich. Und wenn wir hier nichts fangen, dann gehen wir jetzt zum langen Graben. Ich will nicht schon wieder auf die Brücke und Silberfische fangen. Na, rote Augen, meine ich. Das habe ich euch jetzt schon so oft vorgeführt. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt gehen wir auch stippen. Ich denke mal, wir werden stippen. Ja, ich denke schon. Am langen Graben werden wir noch ein bisschen rumstippen. So, jetzt kommen wir voran hier. Blatt hoch, die Daten. Ach, ich trinke mal eben einen Schluck. Besser ist es. So. Und jetzt. Ja, komm, jetzt bist du so weit. Jetzt kannst du den Rest auch noch machen. Hopp, hopp. Hopp, hopp, Isabel. Fahr nicht so schnell, Isabel. Ah, genau. Hier ist auch das Wetter besser. So, ach ne, wir haben gar keinen Hunger. Aber trinken müssen wir was. Moment, wir müssen einmal hier uns noch mal ein bisschen über den Tee her machen. Wir müssen unbedingt mal neuen kochen. Gut, dass ich welchen gekauft habe. So, danke. So, jetzt gehen wir hier wieder rüber. Wir gehen wieder an unseren toten Arm, natürlich. Aber wir gehen genau an die Einmündung. Und diesmal von der anderen Seite. Also von der Seite, von wo die andere Seite ist. Ihr wisst schon, ich zeige euch das. Moment. So, hier lang, da lang. Hier lang, da lang. Genau. So, siehst du wohl? So, und hier ist er, hier kommt er jetzt. Siehst du, hier ist er, unser toter Arm, genau. Jetzt gehen wir hier auf diese Seite. Letztes Mal waren wir auf der anderen Seite. Da waren wir ja wenig erfolgreich. Und deswegen gehen wir diesmal hier auf diese Seite. Da sind wir auch nicht mehr erfolgreich, aber wer weiß, mal gucken. So, hier gehen wir hin. Hier, super. So, pack die Stippe aus. Ja, die Kartoffeln, das hat sich erledigt. Mach doch mal hier Weißbrot. Haben wir so viel gemacht. Mach doch mal Weißbrot dran. Mal gucken, was passiert. So. Sehen wir hier auch unsere 17 cm. Jawohl. So, dann hopp. Und dann schauen wir mal, was wir hier fangen können. Wenn ich den Schwimmer sehen würde, wäre super. Ich habe nicht gesehen, wo der ins Wasser gegangen ist. Ach komm schon, ey, Opa. Was ist das denn da für einen dran? Gar keinen? Ach doch, den. Ach, den alten hast du da noch dran. Ach, den machen wir doch hier. Da wollen wir doch nicht. Hier, mach mal. Deswegen sehe ich den nicht. Hier, ich habe mir doch eine neue geholt. Ja, die neue alte, die alte neue. Was haben wir hier? Größe 2, nein. Was sollen wir denn da fangen, Freund? Hier 8 brauchen wir. Hier machen 8 dran. Oh, da war auch ne, da war ein Happy Hook. Auch ein 8er. Nee. Doch, da ist der 8er. Den will ich da dran. Genau, benutzen. Danke.
Was? Achso, Angelköder, ja, natürlich. Wenn man einen neuen Haken dran macht, ne? Wo ist er? Weißbrot, danke. So. Ah, da sehen wir doch. Da ist er doch. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt was fangen. Wir haben noch nicht einen Fisch gefangen heute, ne? Nur mal so. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir sind nicht gerade auf dem Erfolgskurs. Aber was soll's. Ach, guck mal. Da weiß doch schon was. Da hatte ich doch schon was bewegt im Wasser. Habe ich doch genau gesehen. Ah, mein Auge, es juckt. Verdammt. Man sieht ja gar nichts. Na, komm schon. Du hast doch gezuppelt. Das muss ich doch wieder Maden dran machen, ne? Ich kann auch Maden dran machen. Ich kann dich auch madig machen. Wenn du willst. Mein Gott, so gute Unterhaltung. Und das ohne einen Fisch zu fangen. Wer hätte da gedacht, dass er geht? Außer die, die sich jetzt zu Tode langweilen gerade. Die sagen, boah, was ein Scheiß. Was bietet der uns denn hier? Wir wollen hier zack, zack, zack sehen hier. Und immer dieselben Fische sollen da rauskommen. Gefälligst. Immer Grundel und den Köder wollen wir wissen. Und die Stelle und die Leine und die Angel. Und das wollen wir alles wissen. Oder nicht so ein Scheiß hier. 20 Minuten nicht einen Fisch gefangen. Wenn ich jetzt ziehe, ne, dann habe ich einen ganz leeren Haken. Also mit Köder, aber ohne Fisch. Ich kenne den. Den kenne ich. Der zieht immer so. Genau der. Das ist immer derselbe hier. An der Stelle. Das ist der Verarschefisch. Der verarscht die Anglerfisch. Ja, nu, zuppel nicht lange rum hier. Beiß rein und dann zack. Jawohl, dann lass es dir gut schmecken. Und ich lasse es mir hinterher auch gut schmecken. Ach komm, das ist ja schon wieder hier. Das ist nur Verarscherei. Ich kenne dich doch, Fisch. Du bist doch so ein, ich verarsche den Opa-Fisch. Dann bist du auch bekannt dafür, dass du das machst. Das stand doch schon in der Fish News. in der Angler-Report stand das doch schon drin. Opa wieder vom Fisch verarscht. Immer derselbe Fisch. Wer hätte gedacht, dass er das nicht merkt, der alte Mann. Ja genau, so ist es doch. So, jetzt ist alles besser. Sehe ich schon. Sieht schon gut aus. Ja, komm. Das macht ja keinen Sinn hier. Da. Ich habe übrigens diese Sammlung geholt, ne? Dieses Köder-Dingens. Da dieses Köder-Dingens, wo 5 Köder drin sind. Da ist der drin und der und der und der. Der glaube ich nicht. Aber die sind drin. Genau, und der. Die sind drin. Genau. Und kostet 12,95 €. Und von den Borkenkäfern, wenn du die alleine kaufst, 30 Stück, kosten 50 Silber oder so. Also, und in dem Dingens sind die drin, 30 Stück und noch die anderen alle. Wir können ja mal so einen hier nehmen. Komm, wir probieren den mal. Den habe ich ja noch nie probiert hier. Komm, machen wir. Mal gucken, was da zu sehen gibt. Da kommen jetzt bestimmt, Topfische. Bestimmt. Ich weiß noch niemals, was das für ein Köder ist, aber top. Ich weiß auch nicht, was das hinterher für ein Tier ist, was da rauskommt. Aus der Larve. Keine Ahnung. Aber die Fische wissen das. Die sagen, bevor das da entspringt, essen wir das schnell. Sieht auch schön dick und proteinhaltig aus. Also von daher. Ne? Kann man nochmal sagen, hier komm. Nimm mit den Köder. Greif ihn dir. Er scheint ja sehr beliebt zu sein. Das ist ja, mein Gott, das hört ja gar nicht auf. Was ein Ansturm. Mein lieber Mann. Das wird eine Folge ohne einen Fisch. Hatten wir das schon mal? Ich glaube, einen hatten wir immer, ne? Wenigstens. Selbst so, ich gesagt habe, hier dieses Dingens, wo, das will doch keiner sehen. Genau, dieses Fail, das will doch nun wirklich keiner sehen. Ich glaube, da hatten wir auch 3 Fische oder 4 hinterher noch gefangen. Aber diesmal haben wir nicht ein und schon 30 Minuten Video. Tolle Leistung, schöner Erfolg. Gut gemacht, Opa, wirklich gut gemacht. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Doch. Also wirklich. Für einen, der sagt, hier, komm, wir müssen jetzt Silber machen, mal wieder. Leuchtet richtig gut. So. Puh. Vielleicht, wenn ich mich irgendwann so eine Hauswand lehne und ein bisschen rumbettel, vielleicht kriege ich dann so ein paar Silber geschenkt von irgendwelchen anderen. Das kann doch sein. Da setze ich mich da hin bei die Fischbude direkt am besten. Und dann sage ich, oh, ich würde auch gerne einen Fisch essen, aber ich habe gar kein Silber. Und dann sagen die vielleicht, komm hier. Oder ich schmeiße mir einfach einen Fisch in den Rachen. Das wäre vielleicht nicht so cool. Das ist vielleicht keine gute Idee, dann auf einmal wieder. Ja, das ist super. Lass uns den Köder wechseln. Lass uns mal doch die Made nehmen. Die gute alte Made. Mal gucken hier. Oder wir haben heute einfach überhaupt gar kein Glück. Kann natürlich auch sein. Naja, aber eigentlich müsste ich jetzt laufen. Jetzt müsste ich eigentlich laufen. Hier ist eigentlich eine gute Stelle. Ich habe ja letztens richtig gut geangelt. Also ich habe nicht gut geangelt, aber die Fische haben gut gebissen. Ich habe wie immer geangelt natürlich, ne? Mäßig bis dürftig. Aber die Fische waren ganz okay. Die haben gesagt, komm, ist uns egal, wer da steht. Auch wenn der Opa ist. Wir beißen jetzt einfach an. Da, ist er? Guck mal. Unser erster Fisch heute. Guck mal, ein Döbel. Und ein Riesending dafür sogar. Dafür hat es sich gelohnt, eine halbe Stunde zu warten. 91 Kilo. Hallo? Da brauchst du nicht meckern. Da holen wir hier mal gleich einen Döbel raus. Einen riesigen. So ein 6 Cent Döbel oder 5 Cent Döbel. Ja. Guck mal, da ist schon wieder einer dran. Ja, der ist Made. Made ist hier angesagt. Made ist hier das Ding der Woche. Made ist genau der Köder, den ihr braucht. Guck mal, Giebel, Döbel, alles, was das Herz begehrt. Naja. Ich wollte euch ja nur mal zeigen, wie es sein kann, wie frustrierend Angeln sein kann, wenn man es nicht richtig drauf hat. Ne? Und jetzt zeige ich euch noch, wie das ist, wenn man so wie Opa ist. Wenn man das volle Pulle drauf hat. Wie man dann plötzlich Fische ohne... Wo die Finger nicht mehr reichen, wo du mit den Zahlen gar nicht mehr klarkommst. So in diesen Dimensionen sich bewegt sich das schon. Also wir sind jetzt schon bei 2 praktisch. Ne? Also von daher, da wird schon für einige schwer. Ne? Zum Beispiel hier für mein Pate, mein Patenkind. Ne? Der ist jetzt etwas über ein Jahr, für den ist 2 schon nicht so einfach. Na, guck mal, jetzt sind wir schon bei 3. Und wieder ein Giebel. Ja. Und wir kommen sogar in Shatter mit. Aha. Ja, jetzt reißt er nicht mehr ab. Wenigstens weiß er, wo die Giebel herkommen jetzt. Die kommen nicht aus dem Wasser, die kommen aus dem Opa seinen Kescher. Genau. Her mit den Giebels. Komm schon. Ja, komm, ich sehe dich doch. Ich weiß doch, dass du da dran duckeln willst. Geh doch hin. Los, geh da hin. Jetzt hat er 3 Fische gefangen, jetzt hat er wieder große Fresse, der Opa. Ach ja, es ist ein Kreuz mit dem. Und ich muss ihn den ganzen Tag aushalten. Tag und Nacht, schon so lange, schon weit über 60 Jahre muss ich mit dem leben. Das ist echt eine Katastrophe für mich. Der ist so sprunghaft manchmal und dann redet er nur halbe Sätze. Und, ach, das ist echt eine Katastrophe. Aber man sucht sich nicht aus, man steckt da nicht drin. Ne? Man kriegt den zugewiesen und dann musst du gucken, wie du klarkommst. Verstehst du? Und dann bist du so richtig intelligent und hast du einen, der nur dummes Zeug redet. Und ach, ey, das ist dann furchtbar. Das ist so furchtbar. Nee. Da haben sie mir wieder einen Job angedreht im Himmel. Als sie gesagt haben, hier geh in den Körper. Ich weiß ja nicht, ob das alles so richtig ist. Ah, guck mal. Jetzt geht's weiter. Guck mal, ich rede so tolle Sachen und der interessiert sich nur für seine Poren und wie die sich bewegt. So ist das. Ah, guck mal, jetzt hier haben wir gleich einen. Juhu. Ach, Opa. Das ist, manchmal kommt mein zweites Ich nach vorne, dann
Ja, dann, aber der redet immer so hochgeschwollene Sachen. Ihr müsst ja nicht so drauf hören, der fühlt sich unterfordert mit mir. Ja, komm, ja, da, du hängst doch da dran. Sag, was habe ich gesagt? War doch ganz klar. Zack, das hat gut geklappt. Und gut, dass ich da hinten hingeworfen habe und nicht wieder dahin, wo der Fisch gerade war. Das war super. Das hast du gut gemacht. Ach so, der ist jetzt auch rübergeschwommen. Das wusste ich, deswegen habe ich da hingeworfen. Ich wusste genau, dass er jetzt dahin hochschwimmen wollte. Da habe ich gedacht, da werfe ich ihm genau in den Weg. Ja, so nicht, mein Freund. Mein alter Giebelfreund. So nicht. Guck mal, jetzt weiß ich schon, wo ich Igel fangen kann. Jetzt weiß ich, wo ich Rotaugen fangen kann. Und wo ich Amore fangen kann, weiß ich auch, wenn ich die richtige Rute habe. Also Stippen ist das ist nix. Das ist wenig gut. Wenig bis gar nicht. Bis überhaupt gar nicht sozusagen. Jupp. Ah, ich hab gedacht, hier wäre weg. Hatte schon gedacht, hier jetzt, ja, jetzt komm. Jetzt ist rum für dich. Oh, ein Döbel, 346 Kilo. Na, guck mal. Da hinten sind mehr Döbel. Hier vorne sind mehr so die Giebel und da hinten sind mehr so die Döbel. Was man nicht alles rauskriegt, ne, wenn man hier aufpasst in der Schule. Das ist ja super. Und da, wo ich jetzt hingeworfen habe, da ist so dazwischen, da ist gar nichts. Das ist super. Da bleiben wir, da werfen wir jetzt immer hin. Da wird halt auch nicht so stressig bei manchen. Na, pausenlos hier die Angel raus und rein und Fisch abmachen und Köder dran und ach, wer will denn das? Da will doch keiner. Das ist viel zu stressig. Also diese schönen großen braunen Käfer, die Larven da, die wollte hier keiner, hast du gesehen? Und die Borkenkäfer, weiß ich nicht. Ich kann ja mal einen dran machen. Läuft ja gerade, da kann ich ja mal wieder den Köder wechseln. Das ist ja so typisch so ein Opa-Ding, das weiß man doch. Das könnte ich aber machen. Vielleicht fangen wir da ja noch was anderes mit. Wer weiß, hier, da, Borkenkäfer. Zack. Hier. Oh, mal gucken hier, wo die Giebel sind. Da waren die Giebel gar nicht. Die Giebel waren ein Stückchen näher. Ah ja. Wir schauen mal. Was der Borkenkäfer-Made so von sich her gibt. So. Ja. Ja, genau den richtigen Köder gewählt wieder. Genau so. Das ist blind auf doppelt, der Opa. Das ist immer. Der kannst du mit blind vertrauen. Tja. Ja, super. Und wir werfen die nochmal an einer anderen Stelle. Hier so. Gucken wir da nochmal. Da ist bestimmt deutlich besser. Da war nur die Stelle schlecht, nicht der Köder, nur die Stelle. Werden wir jetzt sofort sehen, wie der jetzt sofort angegriffen wird, der Köder. Zack, zack geht das. Oh ja, wir haben schon wieder fünf Fische schon. Schon fünf Fische haben wir schon. Schiffe, ja genau, fünf Schiffe. Du hast auch fünf Schiffe im Kopf, Papa. Fünf Fische meine ich doch. Ja, das ist genau der richtige Köder hier an der Stelle. Das ist toll, wenn man die Köder kauft, ne, und nicht weiß, wofür die eigentlich sind. Muss man echt probieren. Also hier an der Stelle ist er jetzt nicht so der Hammer. Das heißt, wir machen wieder normale Maden drauf, oder? Davon haben wir auch deutlich mehr. Und damit beißen wir die Fische besser. Also 2:0 für Maden. Da bin ich mal gespannt, ob die jetzt da dran gehen oder ob das jetzt so die Zeit ist, wo so gerade nichts läuft, dass deswegen nichts geht. Oder ist leer? Ich habe leer gefischt. Kann sein. 5 Fische sind raus, ist leer. Kann sein.
So groß ist das Gewässer nicht. Das kann natürlich auch sein. So, ja. Das scheint doch nicht am Köder gelegen zu haben. Das ist doch wohl so eine Sache von der Uhrzeit. Nee, guck mal. Das ist doch der Köder. Siehst du? Da ist schon wieder einer. Zack. Nicht zwar, nee, aber das war jetzt meine Sache. Meine Sache, meine Schuld. Das war nicht die Schuld des Köders. Dass ich das so zugebe, ne? Da muss er schon eine gewisse Größe für haben, um zuzugeben, dass er schuld war. Das macht auch nicht jeder. Die meisten versuchen, die Schuld immer abzuwälzen. Nö, das war ich nicht. Das war der Köder, das Wetter war schuld und die Uhrzeit stimmte gar nicht. Und außerdem hatte ich die falsche Schnur und die falsche Pose. Ja, nun jetzt. Ja, ist er dran. Na, guck. Ja, guck mal. Und wieder ein Döbel. Hey. Ja, ja. Nee, da brauchst du schon eine gewisse Größe, dass du sagst, ja, das ist jetzt meine Schuld gewesen einfach. Tut mir sehr leid, ne? Dass ich die 6 Kreuze da gemacht habe und genau die Zahlen gekommen sind am Samstag und dass wir 6 richtige haben, das ist meine Schuld. Entschuldigt bitte. Ne? Da muss man auch mal eine gewisse Größe haben, so Sachen zugeben zu können. Finde ich. Naja, was soll. Das sind so Selbstgeständnisse, die man machen muss. Das ist nicht so einfach. Da muss man lernen. Damit muss man umgehen können. Ah, was rede ich denn da schon wieder? Naja, wir haben 6 Fische immerhin. Noch ein bisschen haben wir noch gerettet. Bitte, ihr Lieben, denkt dran. Erinnert euch an mich. Und wenn ihr da dort wisst über die Amore-Fische und über die Angel mit der Rolle und der Pose, was ich da brauche, dann... Und ab welchem Level ich die brauche, dann bitte, bitte, bitte in den Kommentar. Damit ich da, ich würde die so gerne rausholen. Ich würde auch mal so einen großen 5-6 Kilo Fisch fangen. Habe ich noch nie gehabt. Mein größter war 3 oder so. Also wirklich. Muss doch mal möglich sein. Auch für den Opa. Ne? Wenn ihr da was, einen Tipp habt oder was wisst, schreibt mir. Ja, bitte. Ansonsten wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Und beim nächsten Mal lasse ich mir noch was einfallen, wo wir hingehen und was wir machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr habt gut unterhalten und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Petri Heil, bis dann. Euer Opa Helmi. Tschüss.